Dr. Med Schlaubeer, der Fach- und Lacharzt. Auch heute beweist er wieder, heilen ist Glückssache. Hallo, Fräulein Rosa, kommen Sie doch mal rein. Nicht nötig, Herr Doktor. Hm? Wieso? Weil ich schon neben Ihnen stehe. Ja klar, sicherlich. Dann holen Sie mal den nächsten Patienten rein. Der nächste, bitte. So, was haben wir denn da? Ein schwieriger Fall, Herr Doktor. Der Patient hält sich für ein Motorrad. Ah ja, geben Sie mal Gas. Ist das nicht schrecklich, Herr Doktor? Was sollen wir bloß tun? Wir tun gar nichts. Ja, aber wie heilen wir ihn dann? Ganz einfach. Wenn er sich für ein Motorrad hält, dann warten wir einfach ab, bis ihm der Sprit ausgeht. Na also, der Mann ist geheilt. Rollen Sie ihn nach draußen. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal bei Dr. Med Schlaubeer. Und denken Sie dran, heilen ist Glückssache. So, Quickfinger, das Spiel ist aus. Es wird Zeit, die Wahrheit auf den Tisch zu packen. Machen Sie sich nicht lächerlich, Holmes. Ich war's nicht. Das wollen wir erst noch sehen. Hä? Das heißt, im Moment sehen wir gar nichts. Wo sind Sie denn, Quickfinger? Stopp, aus! Bist du wahnsinnig? Was soll denn dieser Nebel? Ja, aber Scotland Yard ist doch in London und in London ist doch immer Nebel. Draußen, aber nicht im Büro. Nochmal von vorn. Sherlock Holmes 1, die zweite. Action! Aye, aye, Captain. So, Quickfinger, du weißt schon, Spiel ist aus und so, bla bla bla, hatten wir ja schon. Willst du ein Geständnis ablegen? Nein. Ja, wie nein? Ich war's nicht. Tja, was denn überhaupt? Ja, der Einbruch ins Juweliergeschäft. Echt? Ist da schon wieder eingebrochen worden? Tja, wer macht denn sowas? Ja. Stopp! Aus! Nein, du Trottel! Natürlich war es Quickfinger. Und du musst ihn jetzt mit deinen Fragen unter Druck setzen. Und hört endlich mit dem verdammten Nebel auf! Action! Oh. So, Quickfinger, du weißt schon, Spiel ist aus, Einbruch, bla bla bla, hatten wir ja schon. Du hast eine Kuckucksuhr geklaut und ich setze dich jetzt mit meinen Fragen unter Druck. Aha. Jetzt mal raus mit der Sprache. Wie geht's denn so zu Hause? Stopp! Aus! Hein, du musst ihn fragen, wo er die Kuckucksuhr versteckt hat. Genau. Wo hast du sie versteckt? Das finden Sie nie raus, Holmes. Und Sie wollen es mir nicht sagen? Nein, Holmes. Auf Wiedersehen. Hä? Tja, da kann man nichts machen. Quickfinger ist einfach zu clever. Ich hatte keine Chance. Ach, nein. Ach, womit habe ich das verdient? Was weiß ich? Heinz Blödsinn.
Nee, so. Oh! Hallo Leute, willkommen bei einer neuen Ausgabe von Heute erkläre ich euch, warum das ein Butterbrot immer mit der Butterseite nach unten auf den Boden fällt. Das kommt, weil das ein natürliches Naturgesetz ist. Butter wird ja von den Kühen also gemacht. Wie so eine Kuh allerdings diese eckigen Dinger rauspresst, erkläre ich euch am besten gar nicht. Das weiß ich nämlich selber nicht. Wir nehmen also das Brot und schmieren Butter drauf. Dann heben wir das Brot hoch und lassen es fallen. Und es ist auf die Butterseite gefallen. Nee, stimmt gar nicht. Na gut, dann nehmen wir das Brot wieder und schmieren die andere Seite auch mit Butter ein. Und wenn es jetzt runterfällt, dann fällt es auf die Butterseite. Tja, so ist das mit dem Butterbrot, was immer auf die Butterseite fällt. Aber fragt lieber noch mal eure Eltern, denn so ganz sicher bin ich mir dann nicht. Oh. Tja, das war's. Juhu, Kinders! Frohe Ostern zusammen! Frohe Ostern! Frohe Ostern! Frohe Ostern! Frohe Ostern! Sag mal, was ist denn das für ein komischer Baum da? Das ist ein Weihnachtsbaum, Captain. Oh. Es ist Weihnachten, Opa. Weihnachten, nicht Ostern. Moment mal, das ist unmöglich. Oh nein! Wie kann man nur so blöd sein, Weihnachten mit Ostern zu verwechseln? Hm. Klopft da schon der Altersschwachsinn an meine Pforten? Das macht doch nichts, Opa. Solange du an unsere Geschenke gedacht hast. Und an den Truthahn. Du wirst doch nicht etwa die Wunschliste übersehen haben, die so dezent am Kühlschrank hängt. Hätte da ein paar Eier. Bitteschön. Hä? Eier? Oh Mann, keine Geschenke, kein Truthahn. Ja. Buh, wie komme ich denn aus der Nummer bloß jetzt wieder raus? Ich hab's. Musik. Hä? Wie komme ich aus der Schose raus? Kein Problem, ich rock das Haus. Ich mach Musik, einfach Musik. Weil ich mit Musik immer richtig lieg. Ich stell mich einfach auf den Stuhl und mache einen auf Obercool. Musik, einfach Musik. Musik, einfach Musik. Ich sing einfach ein Lied. Ich rock das Haus, ich mach Radau und markier die Rampensau. Musik, einfach Musik. Ärger? Schon verflogen. Kummer? Hat sich verzogen. Alle sehen mich Mann um Mann mit leuchtenfrohen Augen an. Musik, das ist Musik. Musik. Ich sing einfach ein Lied. Ich mache mächtig Rabatz, Klall und Töne vor den Latz. Musik, einfach Musik. Musik, einfach Musik.
weil ich alle ausnahmsweise damit rumkriege. Alle sind sie von den Socken, man muss nur ihre Hütte rocken. Mit Musik! Der olle Captain Blaubär, sieh mal einer an. Denkt von euch noch einer an den Weihnachtsmann? Es gibt Wichtigeres als Weihnachtsgeschenke im Leben. Kinders, ich habe euch heute Abend ein Konzert gegeben. Und ich bin sicher, dass mir keiner von euch mehr was übel nimmt. Einfach weil die Stimmung stimmt. Einfach weil die Stimmung stimmt. Mit Musik stimmt die Stimmung. Kinnig, mit Musik stimmt die Stimmung. Mit Musik stimmt die Stimmung. Mit Musik stimmt die Stimmung. Es stimmt die Stimmung mit Musik. Puh. Was ist? Kein Applaus? Keine Zugabe? Tja, das könnte ihm so passen. Er trällert ein Liedchen und denkt, wir fressen ihm dann wieder aus der Hand. Puh. Na denn, fröhliche Weihnachten. Vielleicht guckt ihr wenigstens mal in den Eiern nach. Könnte ja sein, dass der Osterhase da was drin versteckt hat. Was soll in so einem kleinen Ei schon groß drin sein? Moment mal, das ist ein Gutschein für ein GTM XXR Rennfahrrad mit 17 Gang Plasmagetriebe, genau wie auf unserem Wunschzettel. Ist das etwa tatsächlich das Auge des Tigers? Jener legendäre Diamantring, welcher lange verschollen war und von dir auf dem Meeresgrund wiedergefunden wurde? Das ist die Blassrosa Mauritius. Die habe ich mir schon immer für meine Sammlung gewünscht. Ein Scheck über dreifaches Weihnachtsgehalt und eine Prämie für streifenfreies Geschirrtrocknen. Moment mal. Das ist gar nicht der Osterhase. Das ist Weihnachtsmann. Und Truthahn gibt's auch. Zugabe! 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 Zugabe. Zugabe.